Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Clash of Clans. In diesem Video werde ich euch meinen Clan-Kriegsangriff zeigen. Wir haben gestern den Clan-Krieg gegen 38 Army Group gestartet. Im Moment steht. Oh, hier ist gerade ein Live-Angriff von 38 Army Group. Gucken wir uns das mal live an. Ja, das ist wohl ein Drachenangriff. Ein Two-Star wird es auf jeden Fall, also zwei Sterne, aber an drei Sterne weiß ich nicht so ganz. Eine Luftabwehr ist noch da, die könnte die Drachen noch wegganappen. Das wäre schön, also der darf keine drei Sterne holen. Egal, das gucke ich mir nicht mehr an, das ist zu armselig. Ich glaube, den Clankrieg werden wir verscheißen im Moment. Im Moment einmal ein 3-Sterne-Angriff, einmal ein 2-Sterne-Angriff und einmal ein 1-Sterne-Angriff. Gucken wir uns die Kriegsereignisse an. John hat 1 Stern geholt und 50%. Er hat angegriffen mit Bogenschützen und Riesen. Okay. Lockt er denn vorher die Clan-Truppen raus? Ah, natürlich nicht. Wie oft muss ich es eigentlich noch sagen? Bevor man im CW angreift, lockt man die Clan-Truppen aus. Das ist nicht böse gemeint, aber es ist. Der Drache, der hat jetzt schon einiges an Truppen weggemacht. Hätte man ihn vorher rausgelockt, da wären nicht so viele Truppen draufgegangen. Aber naja, was soll man machen? Gehen wir zurück zur Kriegskarte. Gucken wir uns weitere Kriegsereignisse an. Messi 366 hat verschissen. Wieso sitzt. Ach so, er will dafür Minenwerfer ausschalten, weil er mit Barbaren und Bogenschützen angreift. Der Rat geht auch an dich, Messi. Wieso lockst du nicht vorher die Clan-Truppen aus? Wieso? Ich verstehe es einfach nicht. Es sind sogar Magier Level 5 drin und. Oh, jetzt kann ich mir nicht mit ansehen. Gucken wir uns einen weiteren Angriff an von Riemke-Raffi 2.0. Das ist eine Trap-Base. Die greift an. Wipe, also Wizards und Packers. Springen wir mal ein bisschen vor. Hier auch scheiße gelaufen. Jetzt auch vorher die Clan-Truppen rauslocken sollen. Ja, das war natürlich bitter. Ich hätte mir vielleicht einen Bogenschützen am Ende noch aufgehoben. Ja, um noch ein Außengebäude kaputt zu machen. Aber naja, geschehen ist geschehen, ne? Weitere Kriegsereignisse. Der MB-Master an 3 Sterne. Wen hat er denn angegriffen? Meine Rat ist Level 7 Base, okay. Vierfache Geschwindigkeit, Drachenangriff. Lockt auch nicht vorher die Clan-Truppen raus, aber naja, das hat ja gereicht für ein 3 Sterne. Ja, schön gemacht, ein B-Messer. Sind auch keine Luftabwehr mehr da. Hier kann die suchen, Luftmine machen, was sie will, kann nichts mehr anrichten. Ja, und die Kanone alleine bringt sowieso nichts mehr. Okay, er hat saubere 3 Sterne geholt. Weitere Kriegsereignisse. John, 2 Sterne und ja. Er hat ihn auch angegriffen. Wie Messi 366. Okay, ich muss mal langsam sputen, wegen ich auch nicht über die Viertelstunde kommen. Ja, womit werde ich im Clankrieg angreifen? Mit Go Wipe, also Golems, Magier und Packer. Ich habe 8 Mauerbrecher Level 5, 2 Golems Level 1, 2 Schweineretter Level 2,
2 Packers Level 2, 14 Magier Level 5 und 3 Bogenschützen, um das Armeelager aufzufüllen. Ich würde mal sagen, wir greifen die 2 an. Als erstes in dieser Taktik setzt man ja. Muss ich hier die Clan-Truppen rauslocken? Mist, ich habe jetzt überhaupt nichts zum Rauslocken mitgenommen. Ah, Kacke. Muss ich das wohl mit den Magiern machen? Shit. Mal gucken, wie es bei der 1 ist. Ich glaube, wir greifen die 1 an. Also, ein Stern wird es auf jeden Fall. Zwei Sterne muss man mal gucken. Ich glaube, ich setze die Schweinereiter dahin. Direkt eine Bombe. Und da sind die schon draußen. Ich setze mir da einen Bogenschützen hin. Kommt der Drache angeflogen, der Magier angelaufen und der Bogenschütze auch angelaufen. Setzen wir zwei Bogenschützen und. Nein, nein, nein! Ah, so viele Magier gehen für den Scheiß drauf, ey. Egal, aber Magier sind immer gut. Setzen wir jetzt zwei Golems. Zwei Mauerbrecher dahinter. Wutzauber. Oh nein, was machen die denn da? Packers hinterher. Magier hinterher. Schweinereiter hinterher. Ah, ich habe keine Clan-Truppen dabei. Barbarenkönig hinterher. Bogenschützenkönigin hinterher. Da gleich ein Jumpspell. Ich glaube, den setzen wir auch direkt. Wo sind denn die ganzen. Ah, Mann. Packers, lauft doch in die Mütze. Ja. Ja. Hier noch ein Wutzauber hin. Fähigkeit zünden. Und da fällt auch das Rathaus. Boah, ob das wohl 2 Sterne werden müssten ja eigentlich, ne? Sind noch ein paar Golems da. Und die. Ja, das wären 2 Sterne auf jeden Fall, oder? Das ist der Packer allein, aber die Golems. Ah Mann, Bogenschützenkönigin, los, reiß was. Nein. Ah Mann, nur ein Stern, ey. Shit. Ah, scheiße, ey. Ich hätte mir auch Bogenschützen aufbewahren sollen. Mann, nur ein Stern. Hoffen wir mal, dass die nicht aktiv sind, aber feindlicher Clan, ne? Ah, was für ein Fail, ey. Ich glaube, wir hatten den ersten. Achso, das war ich. Boah, ja, ich spann. Ja, den nächsten. Ich glaube, den mache ich mit Only Packer. Die werden das schon reißen. Ja, ich mache Only Packer beim zweiten CW-Angriff. Mann. Da ist die Kaserne mit Packers. Der Packers. 6 Mauerbrecher. Reichen da nicht 4? Ah, komm, 6. Ne, 4 reichen. 4. 4 Wutzauber. Sagen wir erstmal 40 Bogenschützen. Und den Rest gucken wir mal. Ja, ich würde mal sagen, das war's dann für heute. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr es liken. Und falls euch unser Kanal gefällt, könnt ihr euch uns auch ruhig abonnieren. Über Comments würde ich mich auch freuen. Das war's dann für heute. Ciao.